Stirn. Was? Was? Was passiert hier gerade? Guckt euch an, das sind einfach unendlich Leuchtfeuer. Das geht bis nach unten. Freunde, wenn ihr mehr Scammer- und Hackersuchen-Folgen sehen wollt, lasst jetzt ein Like da. Jo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund zeige ich euch mal, wie man auf unser Citybit-Netzwerk durchrasten.de kommt. Wir haben nicht nur Citybit, wir haben Creative Freebuild Skyblock und natürlich Citybit. So, Freunde, ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze ist. Die IP steht ganz oben in der Videobeschreibung. Version 1.8, Version 1.9, Version 1.10, Version 1.11 und Version 1.12. Man kommt mit den ganzen Versionen auf unseren Server. Ihr seht schon hier unsere neue Lobby. Checkt das Ganze doch mal aus. Und heute in der Aufnahme sind wir auf Citybit Jungle. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Server mal auschecken würde. Das ist auch unser neuer Citybit-Server. Wenn dieses Video rauskommt, bin ich bestimmt auf dem Server, zocke ein bisschen mit euch, baue an meinem Grundstück und kann mit euch vielleicht ein paar Screenshots machen, bevor jetzt einige sagen, ey, du bist doch gebannt worden gestern in der Lucky Blocks Folge. Stimmt, aber das ist ja auch nicht der Forex-Account. Und Freunde, das ist eine kleine Ausnahme, weil ich so gerne für euch ein Video machen wollte und es natürlich doof ist, wenn ich jetzt heute kein Video bringen kann, wegen der Strafe, aber keine Sorge, Freunde. Der Forex-Account ist trotzdem noch auf dem Server gebannt, noch für 48 Stunden. Ich fackel gar nicht lange und werde euch jetzt zeigen, um welches Grundstück es heute geht. Schaut es euch an. Und ja, ihr seht richtig, da sind Bäume aus Diamanten. Das heißt Diamantenbäume. Aber bevor wir jetzt vorzeitig urteilen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und ich glaube, es kann richtig, richtig, richtig cool heute werden. Und Freunde, ich habe eine richtig coole Challenge für euch. Wir haben das letzte Mal 2000 Likes am ersten Tag geschafft. Und ihr sagt immer, ey, ich will eine neue Folge Scammer suchen oder Hacker suchen. Und wir bringen die, Freunde. Das heißt, wenn ihr mehr Scammer suchen und Hacker suchen sehen wollt, dann lasst jetzt mal ein Like da. Vielleicht schaffen wir wieder die 2000 Likes am ersten Tag. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Kam ja jetzt schon 3 Tage wieder nicht. Aber wenn ihr, wie gesagt, davon mehr sehen wollt, einfach einen Kommentar schreiben und ein Like da lassen. Und dann lese ich direkt mal vor, was hier steht. Hier steht, hey du, ich verkaufe Leuchtfeuer und Beacons. Deswegen sind wir auch hier. Das Grundstück wurde nicht gemeldet. Ich selber habe das entdeckt, als ich hier ein bisschen rumgeflogen bin und eure Grundstücke angeguckt habe. Hier steht auch noch 500 Euro pro Stück. Und das ist schon günstig, aber es ist noch okay, das kann sein, vielleicht hat er ein bisschen mehr davon und verkauft die günstig. Aber was halt sehr, sehr verdächtig war, sind diese Diamanten. Und ihr müsst wissen, Citybit Jungle ist relativ neu, gibt es jetzt seit maximal einer Woche. Und ihr seht schon, es ist relativ dunkel hier mit Shadern. Und deswegen ist das relativ komisch. Und das ist hier der Grundstücksinhaber. Und ja, wir lesen hier erstmal die Schilder uns durch. Ich war noch nicht einmal in diesem Grundstück, also in dem Haus drin. Deswegen, okay, hier steht nicht bedienen. Okay, das generell, das habe ich gar nicht gemerkt. Der Eingang, der ist ein bisschen komisch, okay. Und hier ist es mega dunkel drin. Hier steht Diskretion, Abstand halten, Freunde. Ich mache mal so lange, wie hier drin sind, den Shader mal aus. Auch wenn er gut aussieht, aber sonst sehen wir hier ja gar nichts drin. So, hier steht Diskretion, Abstand halten. Ach so, das ist hier die Kasse. Ach, wir schreiben erstmal Hallo. So, wir müssen ja ein bisschen abchecken, wer das so ist. Hey, schreibe ich. Hey, herzlich willkommen. Okay, der ist ja schon mal mega nett drauf. Kinderspielecke? Was? Es gibt eine Kinderspielecke in einem Minecraft-Shop? Okay. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Okay, ist ganz schön krass. Was steht hier noch? Nicht bedienen. Und was steht hier? Nur Personal. Achso, da geht's nach unten. Und hier sind überall im Boden Leuchtfeuer drin. Und Leuchtfeuer kostet im Admin-Shop, ich glaube, 8000 Euro. In-Game-Geld natürlich. Und das ist relativ viel oder das ist sehr, sehr viel. Ihr müsst wissen, wenn man auf den Server kommt, startet man mit 1000 Euro. Das heißt, man hat ein kleines Startbudget. Aber mehr hat man auch nicht und den Rest muss man sich selber erfahren. Aber dass er hier den ganzen Boden damit ausgestattet hat, ist schon nicht schlecht. Ne? Wenn man das mal ausrechnet, sind das mal eben 100.000, die nur im Boden sind. Ist auch egal, Freunde. Wir werden ihm jetzt mal schreiben, dass wir interessiert sind an einem Leuchtfeuer. So. Ich... Ach so, was kann ich für dich tun, hat er auch noch geschrieben. Das ist natürlich... der wirkt sehr nett, Freunde. Aber wer weiß, was passieren kann. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. Oh, ich habe Leuchtfeuer falsch geschrieben. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, er weiß trotzdem, wovon ich rede. Ich bin mal wieder auf eure Meinung gespannt und vielleicht sehe ich auch hier wieder irgendwas, was ihr, beziehungsweise übersehe irgendwas, was ihr seht. Deswegen schreibt mir mal ein paar Kommentare, wenn ihr irgendwas Cooles seht oder eure Meinung zu sowas. Oh, ich bin hier jetzt einfach runtergegangen. Oh, da darf ich gar nicht hin. Bin da voll unbewusst jetzt runtergegangen. Okay, er hat geschrieben, sehr gerne.
Ich hätte gerne 2, sagen wir mal. Da darfst du leider nicht hin. Okay, ich hätte 2 gerne. Okay, aber er schreibt das cool. Also die letzten Scammer oder Hacker oder Leute, die hier Scheiße gebaut haben, die sind ja sofort ausgerastet, wenn wir irgendwo hingegangen sind, wo wir nicht hätte hingehen dürfen. So, das heißt also, wir haben es hier wirklich mit dem Netten zu tun. Er schreibt, freut mich. Sag mal, wie nett ist der denn? Das tut mir schon fast leid, dass ich den hier verdächtige. Kennst du schon unsere Kinderspielecke? Jetzt stellt, nein. Sieht aber cool aus. Sieht aber cool aus, so. Also der ist ja so freundlich. Der hat auch mega den freundlichen Skin. Also der sieht wirklich aus, als könnte man ihm vertrauen. So, und das ist hier quasi der Kunde, die Kasse. Darf ich hier hin? Weiß es nicht. Okay, das ist Lager. Okay. Wie? Was? Was? Ich kriege zuerst die Leuchtfeuer? Und jetzt soll ich erst bezahlen? Was? Bitte? Was passiert hier gerade? Also das ist eine Premiere, Freunde. Sowas hatten wir noch nicht. So, jetzt werden wir ihm das Geld geben. Und schreibt bitte nochmal in die Kommentare, ob, was ich hier gerade getan, wie ihr darüber denkt. Denn das ist ja wirklich mega, mega korrekt von dem. Und der ist mega, mega nett. So ist mein Eindruck auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir bezahlen ihm. Warte, ich hole das Geld. Schreiben wir ganz kurz, damit wir ein bisschen Zeit haben, weil hier geht es ja auch noch nach oben. Und das würde ich auch noch mal gerne sehen. Privatbereich, no entry, was? Schlafbereich, achso, hier darf ich wahrscheinlich wieder nicht hin. Wobei, jetzt geht es hier noch weiter nach oben. Ach, das ist hier sein... Guckt euch das an. Dieser ganze Wald ist einfach aus Diamanten. Wie geht sowas? Wie kommt man... Diamantengarten, was? Oder Diamantgarten, nicht Diamant. Ja, der Shop läuft sehr gut. Was? Das hast du durch den Shop. Ja, Freunde, das kann gar nicht sein. Das sind so viele Diamanten, dass selbst wenn man einen guten Shop hat, einen sehr, sehr gut laufenden Shop, ist das schon sehr schwierig. Und da er seinen Shop auch relativ außerhalb hat und auch erst seit 2 Wochen auf dem Server spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er in der Form so viele Diamanten hat. Das finde ich schon krass. Ich muss mal was essen. Ja, ich verdiene damit 4000 Euro am Tag. Ingame-Euro meint er damit. Also keine Sorge, Freunde. Krass. Krasse Sache. Okay, wir gehen jetzt runter. Also das haben wir ja mal gesehen. Das sind auch Emerald-Blöcke. Also es ist mega krass. Und wir werden jetzt einfach ihm das Geld geben, Freunde. Und dann werden wir herausfinden. Das heißt, bleibt bis zum Ende dran. Dann werden wir herausfinden, was passieren wird. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen. Es kann auch sein, dass wir jetzt einfach gleich hier rausgehen, beziehungsweise ihm das Geld geben und alles ist gut. Und das wäre dann, glaube ich, Premiere. Beziehungsweise dann würdet ihr... wartet mal ganz kurz, Freunde. So, wir geben ihm jetzt 1000 Euro. So, jetzt haben wir ihm 1000 Euro gegeben. Und jetzt bin ich gespannt. Schickst du das Geld? Freunde, meine Aufnahme ist wieder abgekackt. Und mein Minecraft auch. Ich bin jetzt wieder... Ach, er schreibt sogar. Ach, du bist ja wieder da. Okay, wir werden jetzt einfach rausgehen. Und dann werden wir gleich im Vanish uns angucken, was da unten ist. Seid gespannt. Es könnte ja noch vielleicht unten irgendwas sein, was wir nicht sehen sollen. Gerade weil er das so ein bisschen... Hier steht auch extra, dass man hier nicht runtergehen darf. Aber es kann auch sein, dass da nichts ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich bin gespannt, was passiert. Was? Was? Was passiert hier gerade? Bitte? Was war das gerade? Wir haben alle unsere Sachen verloren. Alter, Freunde, habt ihr gesehen, dass wir ins Nichts gefallen sind? Nur mal zur Information, man kann diesen Grundstein, der da unten ist, es gibt quasi bei jedem Grundstück, ich zeige euch das mal, ich gehe jetzt erstmal in den Vanish, in den Game Mode 1 und wir teleportieren uns zu dem. Alter, was ist denn das für eine asoziale... Guckt euch das an! Hier, was? Bitte, was ist das?
Guckt euch das mal an. Wir gehen da jetzt mal runter. Was ist das? Das sind alles Leuchtfeuer? Bis da... Was? Was passiert hier alles? Und da sind noch mehr. Alter, das gucken wir uns gleich an. Guckt euch erstmal hier die Falle an. Wir müssen uns, glaube ich, einmal wieder in Game Mode 1 und uns hier irgendwas geben, was uns ein bisschen Licht gibt. Ja, guckt euch das an. Es geht hier runter und hier unten ist eigentlich Grundstein. Das sorgt dafür, dass man hier quasi das nicht mehr abbauen kann. Das kann man als normaler User nicht abbauen, egal mit was für einer Spitzhacke. Das geht nur im Game Mode und wenn man Admin-Rechte hat. Und deswegen frage ich mich, wieso das so ist. Aber das ist ja nicht die einzige krasse Sache, sondern wir waren doch da eben. Wir fliegen da mal ganz kurz hin. So, was war hier bitte alles für Sachen? Das ist quasi der Raum, wo wir nicht hätten reingehen dürfen. Hier holt er seine Leuchtfeuer her. Guckt euch das mal an, wir bauen, wir sind ja eh im Vanish. Bis nach hier, das hört einfach nicht auf. Das sind einfach, guckt euch an, das sind einfach unendlich Leuchtfeuer. Das geht bis nach unten. Alter, was ist das? Jetzt habe ich leider uns bis nach unten gegraben. Wir sind fast gestorben, aber zum Glück haben wir uns nochmal gerettet. Oh nein, er sieht das. Wisst ihr was, Freunde? Der kann da mal schön nach unten fallen. Wisst ihr was? Der kann mal schön nach unten fallen. So, da kann er nämlich erstmal schön bleiben. So, aber lass doch mal ganz kurz schauen, was hier ist. Okay. Dracheneier auch noch. Alter, wir haben es hier ja wirklich mit jemandem so dreisten zu tun. Guckt euch an, wie viele Dracheneier das waren. Und macht da auf so nett da oben. Sagt, ah, wir haben eine Kinderspielecke. Ach, wow, wie schön, schön sie zu sehen. Gar nichts, Freunde. Der verarscht uns einfach. Der hat jetzt quasi... Er hat zwar die Beacons nicht zurückbekommen, aber, Freunde, ich kann euch versichern, dass er die nicht ganz... Die hat er nicht legal bekommen. Das heißt also... Stoppt mal, Freunde. Das heißt... Diese Diamanten hat er nur durch Scamming bekommen? Was? Dadurch, dass er quasi sich... Dadurch, dass er Sachen erhackt hat, die ihn ja nichts gekostet haben, dann an euch verkauft hat, hat er Geld bekommen und hat sich dann davon diese Diamanten gekauft. Alter, wie asozial ist das denn bitte? Und diese Falle allein schon, der denkt ja quasi... er schreibt, ey, sei ein fairer Verlierer. Ich soll ein fairer Verlierer sein? Alter, wie kann man denn nur so drauf sein? Weil, wisst ihr, Freunde, was wir einfach machen werden? Wir werden jetzt hier reingehen. Wir werden erstmal diese Sachen hier abbauen. Weil die haben hier wirklich... Die sind einfach viel zu wertvoll, dass ich die jetzt hier lassen kann. Ah, er will die abbauen. Ja, das kannst du schön machen. Ich kann leider dein Inventar aktivieren, mein Lieber. So. Und dann werden wir ihn jetzt vernünftig bestrafen, Freunde. Wisst ihr, wie wir das immer gerne machen? Ich glaube, ihr wisst es. Wir werden jetzt einfach einen richtig coolen Community Grief machen. Das werde ich jetzt aber nach der Aufnahme machen, weil es jetzt einfach zu lang wird. Die Aufnahme ist schon relativ lang. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr auch mal Teil von dem... er schreibt raus. Ob du das warst, habe ich gefragt. Was? Jetzt hat er die Tür zugemacht. So, als wenn ich jetzt nicht mehr in das Haus reinkommen würde. Ja, gut. Freunde, wir werden gleich alle zusammen dieses Grundstück griefen. Ich werde vielleicht noch die Diamanten wegmachen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bekommt ihr die auch. Deswegen, Freunde, wenn ihr mal Teil von so einem Community Grief werden wollt, dann checkt den Server ab. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nie wieder kommst du verstanden, schreibt er noch. Ich würde mich freuen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.